Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 14. November 2012. Ja, der Neumond von gestern Abend um 23 Uhr liegt jetzt hinter uns. Wir können das gut erkennen daran, dass hier der Mond schon vor der Sonne steht, beziehungsweise hinter der Sonne steht, der Sonne vorausgelaufen ist. Das heißt, der aktuelle Sonne-Mond-Zyklus hat bereits begonnen. Dieser wird die nächsten 28 Tage gültig sein. Und die Energie des Skorpions in sich tragen. Es wird also auch in den nächsten 4 Wochen um Transformation, um Wandlung gehen, darum gehen, dass wir erkennen, was gehen darf, damit etwas Neues entstehen kann. Der Mond wechselt um 11.51 Uhr in den Schützen und bringt mit sich den Hoffnungsstreif am Horizont, ein wenig Erkenntnis, ein wenig mehr Optimismus, Idealismus. Während der Merkur, der für geistige Verarbeitung und Kommunikation steht, rückläufig zurück in den Skorpion geht. Hier gilt es geistig noch etwas zu verarbeiten, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Wir müssen vielleicht nochmal zurück an bestimmte Punkte. Ich sage es ganz betont noch einmal, unter dieser Merkurstellung sollten wir keine Verträge abschließen. Wir sollten uns nicht verbindlich für irgendetwas festlegen und wir sollten uns nicht drängen lassen in eine bestimmte geistige Richtung, sondern offen bleiben und eher sozusagen die Dinge abwarten, tiefer spüren, bevor wir ins Handeln gehen. In dieser Woche wird dann der Mond, nachdem er heute und Donnerstag im Schützen ist, am Freitag in den Steinbock wechseln. Am Sonntag folgt ihm in den Steinbock der Mars. Mars zurzeit noch im 28. Grad des Schützen. Mit Mars und Mond im Steinbock am Wochenende wird es darum gehen, nach den aufwühlenden Ereignissen im Skorpion und den kurzen Erkenntnismomenten im Schützen, die Dinge, die wir als richtig erkannt haben, auch umzusetzen, kann also auch eine Menge an Arbeit bedeuten. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich wünsche allen einen schönen Mittwoch.